Willkommen zum 40. Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Wir sind in Monaco und es sieht nicht wirklich gut aus für uns. Wir sind weit weg von Michael, 27 Punkte, falls ich mich nicht irre. Und ja, das ist viel Holz. Es ist ja, schade, wie die Saison gelaufen ist, aber es ist noch möglich, das aufzuholen. Ja, es war auch Pech dabei, vor allem mit den Bremsen. Barcelona war das Auto einfach nicht gut genug. Letztes Rennen in Österreich war es ein bisschen komisch mit dem Wetter. Aber hier, egal wie das Wetter wird, sollte es gut für uns laufen, weil ich habe ja im BR damals den Sieg im Regen geholt und wir waren da schon sehr stark. Also mit dem Williams sollte das, glaube ich, auch möglich sein. Ja, also ein Sieg ist das Ziel. Was anderes ist eine Enttäuschung und ja, 27 Punkte. Punktgleich mit Montoya. Michael Schumacher fährt ja, schwach. So viel zu und dem hier punktgleich Ferrari und McLaren. Wir sind ist jo, weit weg. 17 Punkte. Ja, also zur Streckeninfo. Der durch die engen Straßen der monegassischen Hauptstadt führende Kurs ist bekannt für seine sich aneinanderreihenden Haarnadelkurven und Schikanen. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Folgen haben. Auf diesem Stadtkurs finden wohl die glamourösesten und somit sponsorenfreundlichsten Rennen der gesamten Formel 1 Saison statt. In Sachen Sicherheit hinkt diese Strecke jedoch den heutigen Standards hinterher. Ja, ist schwierig eine Strecke zu sichern, wo 5 Meter Platz sind. Okay. Es regnet die ganze Zeit, aber es ist jetzt nass, seit ich das sehe. Bei Montoya blinkt das Licht und ja, Intermediates. Ja, also wieder mal fast das gleiche wie in Österreich. Und hier ist das Monaco Setup. Habe ich das jetzt geladen? Ich glaube noch nicht. Was ist los? Wartet mal. Okay. Wieso will mir das Setup nicht laden, frage ich mich. Okay, also scheint, als ob ich diese hier Setups nicht laden kann. Aus irgendwelchem Grund. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Oh, das ist dann nicht mal so gut. Okay, also muss ich mir ein Setup selber zusammenbasteln. Wie viel brauchen wir? 10, 11. Also, ich denke mal, 40 Liter sollte mehr als genügen. Okay, die Gänge verkürzen. Heidfeld, geht raus. Vierter Gang. Dritter Gang. Zweiter Gang. Und erster Gang. Passt. Okay, Bremse brauchen wir nicht so viel hier. Aber Lenksperre dafür. Flügel. Okay. Ich glaube, dass wir hier keine Probleme haben so mit den Reifen. Mit den Bremsen, pardon. Also, ja, zumindest etwas. Okay. Sieht gut aus. Okay. Ja. Nochmal durchgucken, also das passt. Enrique Bernoldi, geht raus. Passt. Passt, glaube ich, auch soweit. Jo. Ja, hier ist es nicht symmetrisch. Mika Häkkinen ist gerade die schnellste Zeit für den ersten Streckenabschnitt gefahren. Okay.
Und ja. Mal sehen. Das war jetzt ein bisschen länger als normal, aber ja. Was kann man machen, wenn das Setup nicht lädt? Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja. Und ich habe natürlich vergessen, die Reifen zu wechseln. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, dass es trotzdem gehen sollte. Ja, das wären 3-4 extra Minuten für die Aufnahme. Ja. Okay. Oh, es ist schön nass, auch wenn es trocken aussieht. Bisschen quer gestanden da. Mal sehen, ob es im Rennen nass wird. Das könnte ein Faktor werden. Okay, Häkkinen ist schon draußen. Upsala. Wand. Eine 26er fast von ihm. Und der innere Reifen steht da immer in der Haarnadel. Oh, sehr viel Grip. Okay, ich fahr fast 92 da. Montoya jetzt auch rausgefahren. Okay, Mika wieder schneller. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ich schnell oder langsam bin. Ich habe schon so meine Probleme. Das war aber mein eigener Fehler. Okay, Häkkinen zum Glück an der Box. Im ersten Streckenabschnitt liegst du noch zurück. Okay, ich bin langsamer als er. Gefällt mir nicht. Aber zumindest besser als wenn Michael die Pole hat. Aber der kommt ja noch. Barrichello kann ihn nicht schlagen. Ohaha. So. Also ich bewege den Wagen an der Grenze zumindest. Das geht, oder was? Ich glaube, das geht. Das Gas immer sehr schwierig, viel Slides. Die letzte Kurve auch. Oh, das wird schlecht, das wird sehr schlecht. Michael vor uns jetzt. Okay, 3 Sekunden fast weg, also nicht so gut. Ja, 13 weg. Das wird wohl nichts. Okay. Ah. Interessant, also Häkkinen war auf Slicks. Ja, ich werde dann aber jetzt nicht rausfahren. Aber ja, interessant. Und ich bin 10. Michael natürlich wieder auf der Pole. Ja, also hier vielleicht jetzt Slicks die bessere Option. Bin mir da aber nicht 100% sicher und 39 Außentemperatur ist schon recht viel, muss man sagen. Also, ja, auf jeden Fall Slicks.
Und ich brauche etwa, wie viel brauche ich? Ja, 8 Runden. 8 Runden brauche ich. Oder, ja. Okay, 100 Liter also. Okay, passt. Bremse gehe ich, ja, mal mehr, ich meine mal mehr, also Maximum, auch wenn es hier kein Problem sein sollte, hoffe ich mal. Ja, die anderen Sachen, ja, kann ich jetzt nicht viel machen. Ich kann nur die Federn ein bisschen weicher einstellen. Sonst, ja, wäre das alles, glaube ich mal. Ja, also zum Rennen. Hallo zusammen. Hallo? Okay. Schiebe die Bremsbalance ein bisschen nach hinten. Und Startautomatik. Alle sind weggekommen. Ah, da hat jemand, glaube ich, ein Front. Ja, da hat Schumacher hat den Frontflügel verloren. Und ein Ferrari hat auch den Heckflügel verloren und ja, das sollte Häkkinen sein, da ohne Heckflügel, glaube ich. Oder David, also einer von denen. Es ist David ohne Heckflügel. Und ich. Wow! Michael hat keinen Heckflügel mehr. Jo. Gut für uns, würde ich sagen. Okay. Mal sehen. Ja, das ist jetzt hier problematisch. Aber ich komme vorbei. Eieieiei, Barrikade. Wow, Leute, bitte. Oh, das ist nicht gut. Wow. Wow. Eieiei. Oh Mann, das war jetzt eine interessante Aktion. Hier schießt mich fast Barrichello ab, kriegt den Michael. Und Häkkinen hat da vorne ein Problem. War in der Wand und ich krieg fast Barrichello wieder. Also, das war knapp. Okay, wie sieht es bei mir mit der Bremsbalance aus? Okay, würde ich mal sagen. Ich bin jetzt dran am Barrichello. Ja, da habe ich jetzt Untersteuer. Okay, auf jeden Fall ist Michael schon mal weg. Was ja recht gut ist für uns. Also ich sollte ihn da in der Haarnadel kriegen können und dann am Ende des Tunnels einfach überholen. Mal sehen, ob es so klappt. Montoya ist hinter mir. Das gefällt mir. Ja, also jetzt. Ja, es wird nichts. Diese Runde zumindest. Glaube ich mal. Oh, noch viel aufgeholt da. Aber Barrichello macht den Fehler nicht wie Häkkinen. Oh, Barrichello, Mann, komm, lass Platz. Es ist nicht so schön, die Aktion jetzt. Ah, ich muss den Barrichello kriegen. Also die 10 Punkte brauche ich auf jeden Fall. Schiebt die Bremsbalance wieder ein bisschen nach vorne. Ich habe ein bisschen Überstein beim Bremsen. Ja, Montoya ist hinter mir. 1-2 für Williams wäre ja sehr gut. Mal sehen, ob es drin ist. Frenzen ohne Heckflügel.
Aber ich glaube, dass mir die Reifen langsam kaputt gehen. Also ich habe nicht wirklich viel Grip da in den langsamen Kurven. Mal sehen. Jetzt wieder ansaugen. Barrichello wird da einen Fehler machen, aber... Wow. Hat er da den Frontflügel verloren? Ich glaube nicht. Aber er hat mich fast in die Wand gesetzt. Und ich habe entweder Bremsprobleme oder... Ja, irgendwas auf jeden Fall. Okay, Heidfeld und Panis. Heidfeld ohne Frontflügel. Und versuche an Barrichello vorbeizukommen, aber ich habe jetzt viel Zeit verloren. Weil, ja, ich hatte auch da die Berührung mit ihm. Hat den Frontflügel, glaube ich, ein bisschen mitgenommen. Porti ist weg. Ist aber für uns nicht so wichtig. Heifelt auch weg. Ja, das sind schon recht viele, würde ich sagen. Ja, und ich verliere jetzt viel Zeit. Ja, ich will den Schaden nicht reparieren. Und Barrichello wieder mit einem Fehler da. Und ich auch. Ja. Ob es die reale Aufhängung ausgehalten hätte, ich wage es zu bezweifeln. Aber bei Barrichello wäre das auch, glaube ich, ein Problem gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, was da los war. Er hat sich irgendwie in die Wand gesetzt. Ja. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber es ist gut für uns. Also ich habe jetzt eine recht komfortable Position. Und ich kann jetzt langsam machen und ja, Montoya kann aufholen. Alles schon, die Reifen schon, die Bremsen schon. Also ja, ich mache mit da. Jetzt keine Sorgen. Die machen auch so schon genug Fehler. Oh, das habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt. Ja, ich wollte auch ein bisschen Werbung machen für die RFF. Mal wieder. War ja das FEC-Rennen am letzten Sonntag. In Laguna Seca. War ein bisschen fehl, auch teils meine Schuld. Hab da den Server ein bisschen falsch, no, eingestellt und ja, war ein bisschen laggy, aber am Ende habe ich den dritten Platz geholt. Was zeigt, ja, dass der Honda stark ist jetzt. Ich meine, nicht der stärkste, aber wir sind da vorne dabei. Und ich slide, ich weiß nicht wieso, ich guck mal. Ja, die Reifen sind ein bisschen... Sind das die Reifen? Ich glaube schon, das sollten die Reifen sein. Ja, die Reifen sind ein bisschen mitgenommen, aber ja. Ich slide auch ein bisschen, aber das geht noch. Und ich fahre so Halbgas und bin trotzdem eine Sekunde schneller vor Barrichello. Und ich muss jetzt an diesem Minardi vorbei, der sehr langsam ist. Wow. Ja, außen war nicht so ideal, aber jetzt... Wow, was war das jetzt? Die Jungs wollen mich, glaube ich, abschießen. Ja, Barrichello war da. Hat's probiert. Das habe ich ja überhaupt nicht gecheckt. Ja. Aber dann war ich auch außen. Und dann hat mich fast der Minardi abgeschossen. Also. Die KI ist ein bisschen schlecht jetzt hier in Monaco. Und da hat sich
ein McLaren weggehauen. Ja, und das ist Game Over für Häkkinen, der mich natürlich nicht durchlässt. Barrichello ohne Front Spoiler, gefällt mir. Und ich komme nicht am Häkkinen vorbei, weil der so scheiße, was war das, zusammenfährt. Und ich kann noch zwei Runden fahren, auch wenn es nicht wirklich gut aussieht mit den Reifen. Aber das ist im Moment egal, weil ja, niemand ist dran an uns. Und ich bremse jetzt mit dem Motor. Ja, das nennt man Sparmodus. Trulli jetzt hinter mir, 10 Sekunden weg. Jo, 3 Stopp ist klar, wie immer. Ja, und was ich noch ansprechen wollte. Ja, die TRN veranstaltet wieder die Pick and Drive. Ja, das ART-Rennen ist am Donnerstag. Diese Folge wird auch am Donnerstag aufgenommen, aber wird erst am Freitag rauskommen, also ihr könnt euch da auch bewerben. Die Seite habt ihr, ja, wie immer in der Beschreibung. Wir freuen uns immer über neue Gesichter, die mitfahren wollen. Und ja, ihr könnt euch im schlimmsten Fall zumindest für die nächste Saison bewerben, da gibt es, glaube ich, noch Plätze frei. Okay, noch eine Runde, die ich fahren kann. Ja, wie schon gesagt, Halbgas, also 27er. Ich glaube, dass ich eine 24er gefahren bin vorher. Okay, mal sehen. Trulli zweiter, das ist schon mal klar. Dritter ist Edwin im Jaguar. Wer ist Vierter, ist die Frage. Wo ist Montoya überhaupt, frage ich mich. Montoya Vierter, Barrichello Fünfter. Okay, interessant. Sechster ist Fisichella. Jo, Barrichello ohne Frontflügel. Barrichello ohne Heckflügel, also das ist auch Race Over für Barrichello. Mir soll es recht sein. Ich gehe jetzt an die Box. Ich kann aber auch den Schaden reparieren, also ich habe Zeit. Ah, Trulli jetzt auch ohne Frontflügel. Interessant. Also ich glaube, dass nicht viele der KIs das Rennen fertig fahren werden. Und Michael steht da, auch bei den McLarens, und Barrichello wird jetzt auch reinkommen. Und ich war da sehr langsam bei der Anfahrt, aber ja. Bisschen Gummi auf den Asphalt legen und Trulli an der Box. Und Irvine ist jetzt auf Platz 1. Ja. Okay. Ja, jetzt nur nach Hause fahren. Also der Sherman braucht mindestens 20, glaube ich, Sekunden, um vorne zu bleiben. Und ja, das wird er, glaube ich, nicht rausholen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ja. Ah, wie sieht's aus? Sehr langweilig im Moment, also ich weiß nicht einmal, worüber ich reden soll. Wahrscheinlich, ich meine wahrscheinlich, es ist langweilig für alle. Auch für mich, auch für euch, aber ja, also
10 Punkte sind wichtig. Ich habe ein bisschen anders das erwartet, dass ich die 10 Punkte hole. Ich habe gedacht, dass es schwieriger wird, aber ja, was kann ich jetzt machen? Die KIs sauen sich weg. Ja, schade, aber 10 Punkte für uns und vor allem 10 leichte Punkte. Und ja, als nächstes kommt auch Kanada. Was ja auch so ja eine gute Strecke für uns ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die vorderen Bremsen kaputt sind. Und soweit ich das hier sehen kann, sind sie es auch. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher. Ich glaube, dass diese ja, Quadrate da unten die Bremsen anzeigen. Und ich gehe deshalb jetzt wirklich nach hinten. Die Frage ist, was ist das Maximum? Ja, es geht. Ja, ich lasse es mal so. Das sollte schon genügen. Auch wenn der Wagen jetzt unruhig sein sollte beim Bremsen, aber ja, ja, die Bremsen sind schon am Ende, das merkt man. Also ich soll jetzt am besten ohne Bremsen fahren, was ich dann auch machen muss. Minardi geht an die Box. Ja, auf der Runde ist jetzt noch 4, upsala, Runden aushalten. Ja, Irvine hat, glaube ich, jetzt auch einen Fehler gemacht oder auch nicht. Aber der müsste jetzt auch langsam an die Box gehen. Guck mal im Tunnel, was der so macht. Ja, der muss in zwei Runden rein, also ja, passt auch. Ja, ich muss nur den Physikeller hinter mir halten, aber das sollte schaffbar sein. Der muss, glaube ich, auch an die Box. Ich frage mich nur, wie die Bremsen hier kaputt gegangen sind, weil ja, es ist Monaco. Also ich mache mir da schon Sorgen für Kanada, weil wenn es auch da so wird, dann haben wir ein Problem. Ich bin jetzt eine Sekunde schneller gefahren, eine 26er. Schon noch ein bisschen der Motor. Trulli ist jetzt Dritter. Ich glaube, dass Physikell an die Box gegangen ist. Wow. Also, so wenig Bremsen wie nur möglich ist die Devise. Okay. Ja, noch 3 Runden. Ich kann nicht einmal Kurven normal fahren, also ja, super. So, jetzt kann Trulli nicht aufholen und der Irvine sollte, glaube ich, diese Runde reinkommen. Oder? Mal sehen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Da hatte ich noch Glück, also ich muss langsam fahren. Ja, Irvine an der Box, aber ja, der wird auf den dritten Platz zurückfallen. Das ist immer ein starkes Rennen von ihm. Ah, jetzt sind es 3 Runden. Also, zweiter sollte jetzt Trulli sein, glaube ich mal. Nein,
Zweiter ist Irvine immer noch, also der hat es geschafft, der Irvine. Dritter ist Trulli. Vierter ist Montoya, zum Glück. Und fünfter, gibt es einen fünften, Fisichella. Und sechster, Button im Benetton. Ja, Benetton, gut für Benetton, weil die sind sehr schwach. De La Rosa ist siebter. Jo. Ich muss jetzt versuchen, das nach Hause zu bringen. Also wird auch nicht so leicht. Ich muss ohne Bremsen fahren. Das war nicht schön. Komm, Montoya, Mann. Ah, Montoya auch draußen. Also sechs Fahrer noch im Rennen. Wir holen zumindest 10 Punkte auf die Ferraris und McLaren, auf die ja punktgleich sind. Montoya, das war nichts, zumindest hat er als längstes durchgehalten von den ja, besseren Teams, auch wenn er ja, der aggressivste Fahrer ist, würde ich mal sagen. Das überrascht mich ein bisschen. Weil hier ist es irgendwie so, auch wenn sich alle KIs weghauen, Michael hat solche Probleme nicht, aber ihn hat es zum Glück, ja. Ich kann sagen, zum Glück als Ersten getroffen. Und ich muss jetzt nur noch eine Runde aushalten. Ja. Gut, für uns. Das Komische ist, dass Irvine nicht aufholen kann. Weil ich fahre ja 27er, 28er, also. 26er. Das ist jetzt nicht wirklich schnell, also es ist glaube ich mindestens 2-2,5 Sekunden weg von dem, was ich jetzt fahren sollte. Und ja, die KIs haben keine Probleme mit den Bremsen, soweit ich weiß. Ich guck mal wieder. Ja, vorne links geht wirklich nichts mehr. Jo. Ich habe noch für 2 Runden Sprit, also das passt auch. Ja. 15 Runden, ja nicht volle 15, aber 10 Runden Langeweile gehen. Ups, zu Ende. Da habe ich ein bisschen zu früh eingelenkt. Ja, ich verliere auch langsam die Konzentration. Ja, Irvine holt jetzt auch auf, aber ich fahre jetzt nicht mehr am Maximum, oder zumindest am Maximum mit den Bremsen. Ja, der zweite Sieg der 2001er Saison in Monaco. Ja, nun da sieht man, dass die Bremsen den KIs nichts ausmachen. 22 Minuten. 135 Schnitt, also ja, normalerweise glaube ich 150, 160 Jahre, ja. Was kann man machen? Es war, auch wenn es langweilig war, sehr anstrengend, also ja, vor allem diese letzte Runde. Werfen wir noch einen Blick auf das Endergebnis, bevor wir uns ja für dieses Jahr aus Fernando Alonso hat einen Punkt geholt. Der im Minardi. Erster. Stark. Eddie Irvine, zweiter. Benetton. Trulli, ja, beide in den Punkten, also Fisichella, auch stark. Vierter.
Ja, also. Das sollte jetzt uns wirklich weiterhelfen. Und wieder mal der Pokal. Ja, eine große Erleichterung, muss ich sagen. So, jetzt wird es höchste Zeit, einen Blick und auf den neuen Stand in der Fahrerwertung jetzt wieder 17 Punkte dran. Michael Schumacher, Erster. Ja, Michael Schumacher, Erster, ja, das war klar. Ferrari ist in der Konstrukteurswertung gleichauf mit McLaren. Williams ist Zweiter. Auf dem dritten Platz liegt BAR. Ja, also 7 Punkte. Rückstand. Oh. Das geht jetzt wieder. Und das nächste Rennen ist in Kanada, wie schon gesagt. Also, Kanada war schon immer sehr gut für uns. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt auch so wird. Die Frage ist nur, ob die Bremsen aushalten. Weil ich mache mir da wirklich Sorgen. Montreal oder Kanada oder Circuit Gilles-Villeneuve ist bekannt für. Ja. Viel Belastung auf den Bremsen. Mal sehen. Ja. Also, das wäre alles für den 40. Teil. Es war über weite Strecken langweilig, aber ich muss sagen, nach dem 10. Platz in der Qualifying Session hätte ich den Sieg so leicht nicht erwartet. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, dass es auch dann so gut wird. Bis dann.